Hab ich scheiße geschlafen, Alter. Basti? Ach, der ist. Was wollte Basti denn heute nochmal machen? Ach, der wollte sich um seinen kleinen Drachen kümmern, stimmt ja. Und Kevin, der ist heute, glaube ich, zu Revi abgehauen. Stimmt, der wollte gucken, ob er Revi irgendwie zurück in die Stadt kriegt. Kein Plan, ob ihm das gelingt. Und was mache ich jetzt? Ich soll irgendwie lernen oder jemanden suchen, der mir was sagen kann zu meinem Drachen. Wie um alles in der Welt soll ich jemanden finden, der mir beibringt, wie man einen Drachen reitet? Diese Welt ist gigantisch und mein Drache ist mir echt keine Hilfe. Ich will versuchen das nochmal. Los. Der hört aber auch immer nicht, der fliegt nicht los und wow, 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 das ist einfach eine scheiß Idee. Das ist eine scheiß Idee. Nein, 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 nein. So wird das nix. Verdammte Scheiße, ey. Man kann doch nicht so schwierig sein, so einen blöden. Der ist ja nicht blöd, aber ich meine, ich muss doch einfach eine Möglichkeit haben, meinen kleinen Drachen zu reiten. Das kann doch nicht so schwer sein. Irgendwen muss es doch geben, der mir das beibringen kann. Den könnte ich denn fragen. Vielleicht haben ja Klim oder Zinus jemanden getroffen, der sowas kann. Oder vielleicht wäre dieser komische Jonas da was, aber der ist. Vielleicht ist er ja zufällig noch beim Rathaus, aber ich meine, der ist wegteleportiert. Es ist alles dunkel und verlassen. Oh, aber Essen. Ach, das nehme ich mal mit. Wenn ich schon mal hier bin. Meine Fresse, ey. Wo kriege ich jetzt nur Hilfe her? Wow, ich hör Drachen schlagen. Okay. War wohl nur Einbildung. Vielleicht lebt doch noch ein Drache hier in der Nähe. Ach ja. Wow, hört ihr das? Hier hört man doch Drachenflügel. Wo? Von uns, über uns. Oh, warte mal, ich geh mal auf den Baum des Lebens. Vielleicht sehe ich von da aus mehr. Wow. Da, ich höre doch was. Mann, wo? Nicht, die Drachen dürfen nicht in die Stadt. Nicht, dass die hier den Baum des Lebens kaputt machen. Aber ich sehe keinen. Man hört ihn und hört ihn und. Tja, es ist sehr verwirrend. Ich kann schwören, ich höre einen Drachen fliegen. Der muss doch. Der ist so laut. Da unten! What the fuck? Habt ihr diesen riesen Drachen gerade gesehen? Was macht der denn hier in der Stadt? Da! Schaut euch das an! Dieses Riesentier! Alter! Awesome. Ist da jemand drauf? Awesome. Hallo! Awesome. Hallo! Ist der. Was macht der hier? Hey! Wer bist du? Geh Wo weg von dem seid Al ihr? Geh weg von dem Lebensbaum! Wo Das. seid ihr, o sprechender Herr? Ich bin hier unten. Hallo? Ah, hier unten ein Oh, nicht mutiger mit dem kleiner Drachen hier drin! Kämpfer. Nicht mit dem. Das. Vor was habt ihr Angst, hä? Dieses Tier ist riesengroß und es könnte alles zerstören, was wir hier haben. Und den Baum des Lebens. Nein. Nein, definitiv nicht. Mein kleiner Lusos ist definitiv nicht ein Kämpfer, der die Stadt zerstört. Trotzdem, hier ist Drachenverbot. Hier ist Drachenverbotsfrei, Drachenfreie Zone.
fliegt der hin? Hey! Okay, da muss ich hinterher. Ah, verdammt. Wo fliegt der hin? Drache? Verdammt. Der ist schnell. Hey! Da ist er, ich sehe ihn. Wo fliegt der nur hin? Hallo? Jetzt ist der Drache schon wieder weg. Gibt's doch gar nicht. Das war ein Löwe, das war kein Drache. Oh Mann, ist das gruselig. Wer war denn das? Und vor allen Dingen, wo ist der Drache hin? Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr. Ist verschwunden. Der Typ war echt seltsam. Aber da war doch jemand drauf. Ich meine, sonst hätte ich das nicht mitgekriegt. Der hat doch geredet. Ach, scheiße, ey. Ich muss ihn wiederfinden. Da hat man schon mal jetzt so einen Drachen und dann noch so einen riesengroßen und jemand, der ihn beherrscht und... Das gerade richtig gehört? Nee, das war kein Drache, oder? Wo bin ich hier überhaupt? Das ist doch nicht richtig. Wow, okay, nee. Das ist die Wüste. Wow, da ist eine Schlucht. Wow, war das knapp. Alter Schwede. Drache? Ich komme mir so dumm vor, hier hinter irgendeinem imaginären Drachen hinterher zu rennen. Das gibt's schon gar nicht mehr. Schlangen, Elefanten. Alles so seltsam hier. Wie hieß er? Lufor? Luxor? Ich habe keine Ahnung, wie er ihn genannt hat. Hier ist alles nur Wüste. Mann, wie hat er den denn genannt? Lava? Lutscher? Mann! Lisa? Nee. Lamas? Fuck, man. Lusos? War das Lusos? What the fuck? Was ist hier los? Was um alles in der Welt war das? Und warum ist es hier so kalt? Wo bin ich hier? Das sind aber große Berge. Ja, das erinnert mich fast an unseren alten Gaia-Tempel in der Steinzeit. Boah, ist der riesig, der Berg. Gut, dass ich einen Zauberstab habe. Ob da oben irgendwas gibt, aber auf jeden Fall könnte ich von da aus den Drachen sehen, wenn ich nicht ständig runterfallen würde. Warte, die gehen da mal hoch. Vor allen Dingen sind Mammuts hier. Hallo? Hier ist ja auch keiner. Da hinten ist was. Das sind ein paar Säulen. Da gehen wir mal rüber. Oh, hört ihr das? Drachen? Wo ist der? Ist der große? Ich höre was. Da ist er gewesen. Habt ihr gesehen? Da! Ist das ich glaube Lusos? Lusos, genau. Lusos. Schön, hat mich ein Drachenreiter gefunden. Ich bin aber gar kein Drachenreiter, aber psch, das weiß er nicht. Gehen wir da mal vorsichtig hin. Das sieht, boah, dieses Riesentier ist größer als das Haus. Da traue ich mich aber nicht so dran. Ich hoffe, mein Drache wird nicht so groß. Da kriege ich schon ein bisschen Panik. Da steht jemand. Bist du derjenige, der mit mir geredet hat? Hallo? Selbstverständlich. Guten Tag. Wie geht es dir? ja, guten Tag. Was machst denn du hier? Hallo, ich bin Balui. Und du? Mein Name ist Jonas. Jonas? Warte. Jonas? Du bist doch nicht der Zauberer, oder? Nein, mein Name ist Jonas. Ja, aber der andere Typ heißt auch Jonas. Du weißt schon... Du bist bestimmt derselbe.
Nein. Kennst du einen Jonas? Ich habe noch nie von einem Jonas gehört. Ja, Jonas ist ein weit verbreiteter Name hier. Ist das seltsam. Du bist definitiv... Also, okay. Ich bin definitiv kein Jonas. Meine Eltern haben mir den Namen Jonas gegeben. Okay. Der Drache ist... Sind die, werden die immer so groß? Ja, Drachen werden immer so groß. Naja, wenn man sie so gut behandelt wie ich, selbstverständlich. Was ist natürlich, das denn hier? Natürlich, natürlich. Was um alles in der Welt ist das hier? Du hast noch mehr Drachen! Ja, natürlich habe ich mehr Drachen. Da tun die mir auch nichts? Natürlich tun sie dir nichts. Ich bin nämlich der Drachenreiter von ihnen. Die gehören mir und wir sind eine Familie. Sie tun nur das, was ich will. Und ich helfe ihnen für das, was sie wollen. Okay. Aber du bist ja nicht umsonst hier. Nein, also, ja, also, ich... schon mal was vom Urdrachen gehört? Selbstverständlich habe ich schon mal vom Urdrachen gehört. Dann, der einzig wahre für uns. Der Urdrache ist aber leider gestorben. Der Urdrache ist gestorben? Ja, ganz ruhig, bevor du dich aufregst. Wann ist er gestorben? Vor einer ganzen Weile, so vor weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Wochen, ich bin nicht sicher. Ich habe irgendwie kein Zeitgefühl in dieser Welt. Mann. Aber warte, wir haben es geschafft, seine Essenz zu stabilisieren. Wir haben einen Dungeon gefunden oder einen Ort gefunden, wo wir seine Drachenessenz stabilisieren konnten. Und er redet also manchmal redet durch mich, das ist ganz seltsam. Mit der Spiritualität vom Drachen selber. Ja, mit dem, was davon übrig ist, ja. Das ist der Grund, warum ich in dir auch die Macht eines Drachenreiters gespürt habe. Das erklärt auch einiges. Ich habe versucht, diese aufzusuchen. Menschen, die fähig sind, mit Drachen umzugehen. Aber das bin ich ja eben nicht. Und der Urdrache hat gesagt, ich soll mir jemanden suchen, der mir das vielleicht beibringen kann. Wenn Ja, aber er redet durch dich. Deswegen war ja die Macht auch hier, ob du nun einer bist oder nicht. Ja, okay. Ich kann dir ja mal gerne zeigen, was passiert, wenn ich auf meinen Drachen steige. Kannst du gerne zeigen, was ist denn bei dir? Der ist... Ja, ich bin halt einfach nicht in der Lage, pass auf. Das ist mein Drache. Ist natürlich ein Witz im Verhältnis zu deinen großen Drachen. Aber wenn ich versuche, ihn zu reiten... Erstmal kriege ich ihn nicht vom Boden ab. Und wenn es dann klappt, dann... Wow, dann geht einfach alles schief. Der macht einfach nicht, was er soll. Und der hört auch nicht. Der macht einfach... Ruhig ein- und ausatmen. Das geht aber schlecht. Ich habe einfach Angst, wenn ich auf diesem Drachen reite. Die erste Regel beim Drachenreiten ist, genau die gleiche Atmung wie der eigene Drache zu behalten. Wenn der Drache Feuer speit, dann speist du Feuer. Wenn der Drache atmet, atmest du genau gleich. Wenn du willst, dass der Drache sich deinem Willen beugt, musst du der Wille vom Drachen werden. Verstehst du? Denke genau gleich wie dein eigener Drache. Aber ich kann doch nicht wie mein Drache denken. Was ist denn das? Du musst wie dein Drache denken. Wenn du nach links willst, dann fühle die Energie, fühle die Luft, die durch deinen Körper fließt, unter deinen Armen herbeigeht, unter den Flügeln deines Drachens. Neige dich nach links und fühle den Fall, fühle die Schwerkraft, wie der Drache sie gleiten lässt. Ich probiere das mal. Versuche abzuheben. Versuche mal ganz nach oben zu fliegen. Hoch nach oben und wieder nach oben. Aber ich hab das noch nie gemacht. Keine Angst. Fühle die Energie deines Drachens. Spüre die Energie. Spüre, wie der Drache in dir selber das alles ausbaut. Spüre, wie du das alles hinkriegst. Und wenn du runter willst, dann spüre, wie du die Kraft nach unten ziehst. Verstehst du, Baloo? Ja. Es fühlt sich großartig an. Hier oben jetzt in der Luft zu sein. Diese Spannung nach unten gleiten zu lassen. Ganz langsam, gemütlich, atme mit dem Drachen. Stabilisiere dich, fühle es. Fühle den Drachen in dir. Ja, genau so. Sehr gut. Alter Schwede. Ausgezeichnet. Ich bin ausgezeichnet stolz auf dich dafür, dass du das Einzige, was mit Drachen am Hut hast, ist, dass du einen besitzt. Natürlich brauchst du Übung. Du musst auch fühlen, wie der Drache, verstehst du? Boah, ja, ich glaube schon, aber... Wie werde ich dadurch einfach...
Einfach jetzt mit der Zeit besser, wenn ich das ein paar Mal übe. Du musst lernen und lernen und dich in den Drachen Wie einfühlen. schnell geht das denn? Ich will da nicht stundenlang für brauchen. Für meinen wundervollen Drachen, für mein Prachtstück, habe ich mehrere Jahrzehnte gebraucht. Ach du Aber Scheiße. nun sind mein Drache und ich eins. Und mit ihm zusammen können wir Berge zerstören. Mit ihm zusammen können wir Winde herbeiwehen und Stürme herbeizaubern, die ganze Länder noch nicht gesehen haben. Ja, aber das bedauert. Das dauert sehr lange und bedauert auch sehr, sehr viel Energie, Opferung der Zeit und auch des Lebens. Aber wenn du es hast, dann wird es das Schönste sein, das du hast. Ich werde es probieren. Das, Wenn du noch das. mehr brauchst, dann kommst du zu mir. Du fragst mich, verstanden? Ich bin bereit, dich auszubilden. Ich habe nämlich schon lange niemanden mehr ausgebildet. Aber ich brauche Disziplin und ich brauche Willen. Ja, danke schön. Ich werde mich bemühen und drüber nachdenken. Soll ich jetzt probieren, mit dem Drachen nach Hause zu fliegen oder soll ich lieber laufen? Du kannst versuchen, mit ihm zu fliegen, aber beachte, ein Drache kann auch erschöpft sein, die Energie verlieren, Angst haben. Du bist das, was dein Drache nicht ist. Und dein Drache ist das, was du nicht kannst. Boah, ich glaube, da muss ich eine Nacht drüber schlafen. Dankeschön, Jonas. Seltsam. Jonas. Jonas und Lusors? Lusas, genau. Lusors? Oh Mann, das ist echt. Ich werde mir Stell versuchen, dir euren meine Namen. Drachen mal vor. Ich will nicht, dass mein Drache so groß wird. Das macht mir Angst. Dein Drache ist nichts anderes als eine Verlängerung deines Willens selbst. Oh Aber Mann. das ist dir überlassen. Okay, danke schön. Ich werde mal schauen. Ich werde den anderen davon mal. Ich werde einfach üben. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Wissen jetzt anfangen soll. Wenn ich Fragen habe, komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Mach Wow, das. was macht der Drache? Fühle die Energie. Ich probier's. Dann sehen wir uns bei der nächsten Lektion. Dankeschön. Bis bald. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Wow, ich will nicht so hoch. Boah, hoffentlich überlebe ich den Flug nach Hause. Ich muss da von Basti und Kevin erzählen. Ich fliege aber mal besser noch nicht so hoch. Nicht, wenn ich abstürze, dass das schief geht. Oh Mann, na, das wird ja was werden. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch von Balui auf elbster.de. Der Link ist unten in der Beschreibung.